Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Ich bin jetzt aber so ein bisschen traurig. Ich würde auch gerne irgendwas fahren. Ich hätte auch Lust, irgendwie mal irgendwie was Tolles zu fahren. Was können wir denn da fahren? Worauf haben wir denn Lust? Was würde uns denn da einfallen? Ich sehe nämlich da gerade was angerollt kommen. Eine A-Klasse vielleicht? Ich hätte Bock auf A35. Das Auto ist motiviert. Du auch? Das Auto ist motiviert, aber das Auto ist schon wieder weg. Was machen wir denn jetzt da? Okay, A-Klasse war es schon mal nicht. Wie wär's mit, Wir können Smart fahren. Smart. Was hältst du davon, mal einen Smart zu fahren? Brabus Smart. Jetzt komm mal sofort her mit dem Auto. Oh. Guck mal, der hat der rote Nummer dran. Der muss uns damit fahren lassen. Frage nochmal lieb. Mach sofort die Türe auf. Hallo. Hör mal, 10 Minuten? 10 Minuten? 10 Minuten das Gerät. Lass eine rote Nummer drauf. Einverstanden. Komm, ich bin noch nie A-Klasse gefahren. Ich muss mal A-Klasse fahren. Ich hab voll Bock auf A-Klasse zu fahren. Was ist das? A35, ne? Ja. Ja. Ja, Freunde, wir fahren jetzt mal eine Runde A35. Ich hab da Tierspruch drauf. Darf ich echt damit jetzt einfach? Geil. Ja, los, dann machen wir das. Wir haben ja schon mal ein Video mit der A-Klasse gemacht, mit dem A200, wo der gerade rauskam, den wir dann zur Verfügung gestellt bekommen haben, um mal damit zu fahren. Und das war so, was den Entertainment-Faktor angeht, Ausstattung, alles. War das schon brutal. Leistungsmäßig mit 163 PS natürlich ein bisschen was, sagen wir mal, von der etwas schwächeren Fraktion. Was aber, das muss man auch ganz ehrlich sagen, im Alltag echt super schon war. Also es hat vollkommen ausgereicht. Also vollkommen. Muss ich mir erstmal den Sitz hier ein bisschen zurechtmachen. Wir haben es auch noch ein bisschen was kühler. Jetzt versuchen wir mal direkt. Hey Mercedes? Ja, bitte? Sitzheizung links an. Ich schalte die Sitzheizung am linken Sitz ein. Das ist natürlich richtig cool. Ach, wie geil ist das. Da beneide ich dich, ich möchte auch. Hey Mercedes? Hey Mercedes? Ja, bitte? Bitte schalte die Sitzheizung auf der rechten Seite ein. Ich schalte die Sitzheizung am rechten Sitz ein. Jetzt können wir losfahren. Jetzt können wir losfahren, oder? Jetzt geht's ab. Das ist ja cool. Das funktioniert echt gut. So, jetzt gibt's hier mal ganz schnell zu erklären, A35 AMG, 306 PS, 4 Zylinder. War schon absolut meine Wunschvorstellung, mal zu fahren. Auch einfach mal zu gucken, wie die 306 PS gehen, weil das ja schon der kleinere Bruder vom A45 ist. Wir sind ja den A45, das Vorgängermodell, gefahren, was sich echt schon mega gut gefahren hat, was auch richtig gut geht, was halt klangmäßig richtig geil war. Ich denke, dass es hier in dem auf jeden Fall nicht vergleichbar, was den Klang angeht. Das definitiv nicht im Vergleich zum A45, zum Vorgängermodell oder auch zum kommenden A45. Hier versucht man ja so ein bisschen den Mittelweg zu finden zwischen normaler A-Klasse und A45. Das heißt, es soll schon ein bisschen sportlicher werden, aber immer noch ein bisschen, soll schon noch ein bisschen gediegen sein. Also könnte man übertrieben sagen, S und RS bei Audi quasi. Ja, genau, das sind so die, genau, A35 ist so, ist so der S3, ja, gefühlt, genau. Golf R, S3, so in diese Riga geht das rein, ne? Was wir hier sehen, auf jeden Fall haben wir schon mal das AMG-Zeichen hier vorne noch drin im Cockpit. Wir haben jetzt alles ein bisschen mehr auf Sportlichkeit gesetzt, also die ganze Cockpitführung. Sonst prinzipiell, klar, die Sitze, das ist natürlich göttlich. Ja, die Sitze. Also die Sitze, da ist für mich auch Mercedes um Welten vorne. Das ist sehr, sehr schade, weil man muss schon sagen, BMW, die Sitze sind auch schon geil, aber das hier, das ist für mich ein reinrassiger Sportsitz, ne? Und auch noch gemütlich. Also das ist sowas von absolut genial, wirklich. Aber das Ding ist natürlich schon warm, weil die sind jetzt gerade damit schon angekommen, da bin ich schon sehr froh, dass man auch mal durchschlafen kann. Wir machen jetzt mal gar nichts, lassen den einfach mal auf Sport Plus, steht der auch schon. Das ist schon eine kleine Rennsemmel, ne? Muss man sagen. Ploppert halt hinten raus, ne? Ich find's halt krass, wie der den Gang einfach rein. Wahnsinn, ne? Und du hast. Ah, dieses Knallen da hinten, ne? Das ist schon gut, ne? Und hat auch richtig guten Durchzug, ne? Ja. Also das Ding macht schon Spaß. Und was ich gerade sagen wollte, Schaltwippen, ne? Qualität? Alu. Alu. Richtig, jawohl, geil. Richtig geil. Du hast halt das Gefühl, du hast wirklich eine Schaltwippe in der Hand.
also wirklich auch Material in der Hand. Und auch die Größe. Ja, die super. Die passt super. Lenkrad voll Alcantara, mega geil. Vor allen Dingen, man muss natürlich auch mal sagen, generell das Lenkraddesign. Also das Auto, das ist für mich einfach momentan der absolute Knaller. Auch eigentlich finde ich schon ein bisschen, also zu krass für eine A-Klasse. Für die Größe von Auto. Also das ist, du hast halt alles hier, ne? Das ist sowas von Endstufe, finde ich. Da ist schon ein bisschen, ja, ein bisschen. Jetzt noch hier alles aus Carbon. Ne? Ja, das brauche ich noch nicht mal, ne? Weil ich bin mittlerweile der Meinung, dieses, also Carbon finde ich auch geil, aber ich finde dieses Hochglanz gefällt mir persönlich immer gut. Ich finde, das macht einen hochwertigen Eindruck. Oh, mega. Nicht wie ein Go-Kart. Oder? Das ist wie Go-Kart fahren. Ja, genau. Und der beschleunigt halt in einem durch, ne? Also der, du hast jetzt keinen Turbo-Punch, aber du hast relativ früh schon Drehmoment und Leistung an, ja. Finde ich. Und die Klangkulisse ist halt auch geil. Wir können ja jetzt gleich mal, wenn wir freie Bahn haben, dann werden wir auf jeden Fall mal so ein bisschen mal durchzählen, Geschwindigkeiten. Head-Up-Display ist auch am Start vorne. Auch saugeil. Mega. Das ist geil. Wollen wir mal abwarten, wie lange wir das alle noch genießen dürfen, sowas hier. Ob das auch wirklich zukünftig mit diesem Rumgeknalle auch immer noch wir so ist. Wir sollten jetzt alles sowas sichern, bevor es zu spät ist. Boah, geil. Also A-Klasse ist echt schon, Was haben wir hier? Was können wir denn hier alles umschalten? Jetzt haben wir Sport Plus. Sport. Ah, da macht er auch zu. Hörst du? Klappe zu. Plus. Hörst du? Ja. Jetzt gehen wir auf normal, auf Komfort. Feierabend. Ruhe im Karton. Hörst du nichts mehr? Klappe zu, hörst du nichts mehr. So, jetzt gehen wir auf, was ist das Individual? Da können wir uns das einstellen. Glätte auch nochmal. Ja, mega. Also Sport. Ja, der macht nur bei Sport Plus. Ja, ist er. Macht er das komplette volle Programm. Was ich auch ziemlich geil finde, ist bei Mercedes, also mit der A-Klasse, auf jeden Fall die Ambientebeleuchtung. Also überall Licht. Du meinst halt schon, du sitzt in der E-Klasse, ne? Also du bekommst, das ist genau das, was es halt auch in der E-Klasse gibt. Das haben die so toll gemacht, das sieht auch so gut aus. E-Klasse, so ein S-Klasse-Feeling. Ja, wirklich. So. Panorama nach alles, das ist halt krass. Ne? Wir reden hier immer noch von einem, ist das Mittelklassewagen irgendwie noch nicht mal, ne? Kompaktklasse eher, ne? Einfach so, aus dem Nichts raus. Ja, sehr schön. So hört sich ein Golf R oder ein S3 nicht an. Nee. Nee. Also ich merke, diese Zeit so brennt. Die Zeit, ja, die macht schon. Ich muss ja ausschalten. So, jetzt gucken wir nochmal, wie das funktioniert. Hey Mercedes? Was möchten Sie tun? Navigation zu Gruma. Es tut mir leid, ich kenne Ihre Großmutter noch nicht. Ich kenne Ihre Großmutter nicht. Warum denn nicht? Tut mir leid. Wo fahren wir denn jetzt in der... Ach komm, jetzt, aua. Jetzt haben wir den Salat. Kommen wir hier wieder auf die Bahn drauf. Freistraße. Hey Mercedes? Ja, bitte? Navigation Gruma exklusiv. Möchten Sie die Zielführung starten oder die bestehende Zielführung ändern? Zielführung ändern. An welcher Stelle soll das Ziel eingefügt werden? Bitte sagen Sie eine Nummer. 1. Boah. Das Ziel auch an Position 1 eingefügt. Vor allem, weil weiß das Ding 8? Wie geil ist das, oder? Das hört das wahrscheinlich an meiner Stimme. Fahren. Wollen das Auto mal mitnehmen. Aber jetzt laden wir mal hier richtig durch. Guck mal, auf die Reise geht.
Hey Mercedes? Ja, bitte. Navigation abbrechen. Die Zielführung wird abgebrochen. Hey Mercedes? Ja, bitte. Navigation Gruma Exklusiv GmbH. Bitte wählen Sie einen Eintrag aus. 3. Die Route wird berechnet. Jetzt haben wir das auch noch geschafft hier. Ja, wir machen jetzt auf jeden Fall mal ein paar Außenaufnahmen, würde ich sagen. Ja? Ja. Dass wir da mal ein bisschen Klang machen, dass wir uns das Auto auch nochmal von außen angucken, weil ich finde es schon sexy. Voll geil. Also machen wir mal Tunnel kurz, Tunnelcheck. Wir müssen jetzt einmal hier, Tunnelcheck kurz. Gut, 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 gut. Inzwischen von vorne zur A-Klasse, die wir ja damals hatten, also zum A200, haben die auf jeden Fall nochmal, da ist immer ein richtiger Schritt gegangen. Ne? Wie bei A35, aber jetzt auch zukünftig bei A45, haben die das Ding einfach nochmal deutlich aggressiver gemacht. Ob es jetzt hier vorne die Flaps sind, ob es hier generell auch Kühlergrill ist, hier unten die Lippe nochmal, das geht auch weiter direkt über die Seite. Dass sie quasi nochmal unten einen Diffuser ran gemacht haben. Und was ich halt cool finde, das ist auch immer wieder Geschmackssache, finde ich zumindest. Der Heckspoiler. Ist der Heckspoiler. Ja. Ich finde, der muss drauf. Das macht für mich dieses typische A45, A35 Design aus. Der Diffuser hinten, der ist unfassbar brutal. Das Ding ist richtig Endstufe. Das ist schon Porno. Klangmäßig geht halt wirklich, sagen wir mal, sehr zurückhaltend. Der knallt ein bisschen, ist aber auch nur ein A35. Man darf jetzt nicht immer erwarten, dass die Dinger dann so krass sind. A45, glaube ich, muss noch mal einen drauflegen, wird auch noch mal kommen. Werden wir hoffentlich auch noch mal Probe fahren. Vielleicht sind wir noch mal bei Goma machen das. Ja, jetzt gibt es auf jeden Fall noch mal einen schönen Carporn. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in 2 Tagen. Ciao. Yeah. Raising the Tobagos, we growing like fresh tomatoes. Them boys on fire, too fuego. We passing brown hot potato. Everything is nuevo. I'm with my sweetie like Quavo. Need my cheese, need that queso. Need my bread, need that bankroll. Wake up, yes, Lord, I'm thankful. Another day on my schedule. Steady blocking the devil. I tell a hater, God bless you. Cherish moments that special. You gotta keep the momentum. If you love me, then I love you. And I could never forget you. Some memories don't fade. Sometimes you miss the old days. But nothing changed, lest you change what's around you, how you think, how you live, how you speak, how you walk, how you blink, how you talk, how you teach, how you reach, let it sink. What's your purpose? What's your passion? Did it pay? What's your plan? Is it play? On a plane? Hydroplane? I'm just playing. What's your purpose? What's your passion? Did it pay? What's your plan? Is it play?